Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Wir wollen weitermachen hier in dieser Anlage. Der Geheimgang von hier Dingsbumsens und so. Von Hope. Na, wollt ihr jetzt kämpfen? Muss ich kämpfen? Wenn ich nicht kämpfen muss, dann kämpfe ich auch nicht. Denn wir wollen vorankommen. Und sonst hat das alles keinen Sinn für uns. Wenn ich zu der Ebene komme, zu der ich unbedingt hin will, dann werde ich da auch wieder trainieren. Aber hier lohnt sich das einfach nicht. Naja, es wird sich vielleicht doch lohnen, hier zu trainieren, aber naja. I don't know, ob das wirklich so sinnvoll ist, weil hier auch wenig Gegner sind. Die paar Dinger. Nö, nö, nö. So, wo geht's hin? Nach oben. Da, das Vieh. Sollten wir nicht töten, ansonsten haben wir böse Menschen hinter uns. Ach, wir sind schon da. Ta-ta-ta-ting. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ich liebe diese Melodie und bald werde ich sie ganz häufig hören, wenn ich erstmal Final Fantasy 10 spiele. Yay, ich freue mich doch. Oh, fuck, 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 geh weg. Oh, du versperrst nicht ernsthaft den Weg jetzt da, ne? Okay, da hoch. Ha! Ich hab gedacht, ich komme da gar nicht längs. Haha, cool. Look at us. Pulseless Sea. Using a Sanctum Fallacy to tell where we're going. Sort of strange. Not really. We've relied on them our whole lives. The food we eat, the light, and water. It's all from the Falsi. You know, I think Cocoon was really built for them. The rest of us, we're just leeches, parasites. You think? They protect us, nurture us. They take care of, well, normal people. They treat us like we're special. Almost like... like we're pets. Like pets. To them, we are just pets. That's it. Now it makes sense. I've been so blind. I was born into a Falsi world, raised on a Falsi leash. It was the only life I knew how to live. When it was taken from me, I was completely lost. Without a master to follow, my life had no purpose. Hope, listen to me. This Lassie curse, it took everything from me. My future, my dreams. I didn't want to think. So I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real. I was running away. And you, Hope, you got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! But... you can't do this. You can't just build something up like that, then abandon me. I won't abandon you. I won't. Als ob sie deren Haustiere wären. Das sind wahre Worte, die Lightning die Augen geöffnet haben. Aber da ist schon was Wahres mit dran. Weil diese Force, die sich ja für absolut obermächtig halten, und es wird Zeit, dass da jemand was tut. Und wer sollte da etwas... wer sollte es tun, wenn nicht ich? Wer denn, wenn nicht du? Diese Alarmdinger gehen mir so auf und sagen. Und ich bin an das Item gekommen, ohne zu kämpfen. Sehr schön. Dämonensiegel erhalten. Aha. Was bringt uns das denn? Fluchresistenz 30%. Aha. Oho, oho, oho. That's the way. Oho, oho. I like it. Oho, oho. Ich sollte kämpfen. Oho, oho. Aber ich tue es nicht. Ich renne lieber. Cutscene? So what do we do now?
We're Lassie. Ticking time bombs. Enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? There is no hope. Not for Lassie. There's you. It's my name. Not who I am. I was just like you. Huh? My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. I was just a kid. Lightning. It flashes bright, then fades away. It can't protect, it only destroys. Sarah tried to tell me, but I wouldn't listen. There you are. If you really are Lassie, it's my job to deal with you. Typical. I threatened her. Come on, Slowpoke. Sorry. Got held up. Where have you been? I'm really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it! Don't say his name. It brings everything back. I keep playing it in my head. What happened to her? And then I see his stupid face and he's smiling. How can you smile when she's dead? I know! There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. When I was fighting, there was no time to think about it. It felt good just to give in. But now you start talking about hope. I'm sorry, I messed up. No. It's my fault. Oh, ich hab Gänsehaut vom Nacken bis zum Zeh, das ist so unglaublich. Oh, ich finde diese Selbstfindungsphase bei Final Fantasy so cool. Vor allem, Lightning akzeptiert endlich, dass sie Fehler gemacht hat. Wir werden jetzt auch mal kämpfen, komm. Sie akzeptiert endlich, dass sie einen Fehler gemacht hat, dass sie Sarah nicht zugehört hat, dass vielleicht Snow doch nicht so Unrecht hatte, weil er zu ihr gestanden hat. Und das hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert, um das rauszukriegen. Rettung, jetzt heilen die sich gegenseitig, ne? Stirb, stirb, stirb! Oh! Das kann nicht dein Ernst sein jetzt. Komm, töte es! Stirb einfach. Meine Güte. 2500 abgezogen. Cool. Ja. Und Hope, der Name sagt ja schon alles, er ist die Hoffnung. Obwohl das nicht seine Natur ist, wie er sagt. Also ich könnte das jetzt alles nochmal wiederholen. Ich liebe diese Geschichte. Das ist so toll. Dieser Erfindungsprozess. Dieses einfach unglaublich. Ich liebe es. Nein, nein, der ist auch schon da. Fuck. Achso, damit er schneller wiederkommt, ist das. Okay. So. Jetzt bewegen wir uns dahin. Mal schauen, wo wir noch alles hinkommen. Und vor allem so gut, wie wir gelevelt sind, ob wir da nicht doch ein bisschen weiterspielen können. Ich will nämlich wirklich erst bis zu einer bestimmten Ebene spielen, dass ich das nächste Mal wieder level, weil ich weiß, dass man da gut leveln kann.
talk to your dad. What? Why? Fighting without hope is no way to live. It's just a way to die. I want you to find the hope you were named for. Staying alive, I can help you with, but I can't give you hope if you go to see your father. You think meeting my dad will make anything better? He's never listened to a word I've said. He'll never believe all this Lassie stuff. Snow believes Sarah, didn't he? Yeah. In a recently convened emergency conference, the Sanctum announced that the fugitive Lassie have been located. The military plans to apprehend the Lassie and carry out a public execution. These images coming to you live from the scene in Palom Polom. These are Lassie. Show no mercy. They aren't people. They're targets. Start running. What? I'll keep them busy. But... you survive. Some crowd. Gonna need a plan. Hey? Since when have heroes ever needed plans? Fang. Whoa! Take care of him. Lightning, listen to me. Get moving. No, you don't understand. Sarah's all right. She'll turn back. Take care of Hope. Wait! And then there were three. They're here! Hold it! Gotta go. So how you been? Hang on! Fire! Fire!
I got this one. Okay, wir müssen jetzt doch noch mal eben kurz ein bisschen. Und Dreieck. Very interesting. Was kommt jetzt? Oh, was zur Hölle? Way to go. Oh, die sind so cool. Die Schwestern. Und dazu noch er. Das ist unglaublich. Die haben sogar sich hier alleine mit der Maschine rumprügeln. Oh, so scheiße. Jetzt sind wir als erstes Kind dann. Ja, genau. Leute, ich beende den Part jetzt an dieser Stelle. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet ihn ein, das heißt Let's Play Final Fantasy 13. Haus rein, ciao, style. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dengoku Senpai.